Vier Professoren fangen Drohnen, um sie zu studieren. Doch plötzlich wird ihre Pflegerin von den Wolves entführt. Werden die Ghosts die entführte Pflegerin retten können? Und werden die Professoren ihr Wissen über die Drohnen mit ihnen teilen? Erfahre es jetzt im Nebeneinsatz Geist über Materie. Ghosts bei mir sammeln. Sammelt euch bei mir. Okay, sind auf dem Weg. Was sind das für Dinger? Wolves. Feindkontakt auf 12 Uhr. Zwei Infanterie, eine Drohne. Ich übernehme. Rückstrahlzone frei! Ist frei! Achtung, ich schieße! Zwei Kontakte am Strand. Nimm du den rechten. Ich nehme den linken. Verstanden. 3, 2, 1, Feuer. Gut geschossen. Sehr gut gemacht. Okay, Team. Bei mir sammeln. Okay, sieht ganz so aus, als müssten wir diesen seltsamen Gebilden folgen. Diesen Totems aus Thronen teilen. Dann tun wir das doch einfach. Achtung, Feindkontakt. Zwei Sentinel-Bodentruppen. Korrektur, vier Sentinel-Bodentruppen. Außerdem höre ich eine Drohne. So, verstanden. Mein Ziel erfassen. Ziel auf den Kommando. Feuer auf mein Kommando. Alles klar, auf 0. 3, 2, 1, 0. Ich habe meinen verfehlt. Solide Arbeit. Sehe die Drohne. Hat jemand C4 dabei? Ja, ich glaube, ich habe noch welches. Mist. So. Achtung, Sprengzone frei. Sprengung in 3, 2, 1. Sprengung erfolglos. Ja, ich werfe einfach eine Granate rein. Das dürfte den Job auch erledigen. Immer noch nicht, sag mal. Mein Gott. Hui. Das nächste Mal erinnert mich daran, dass ich nicht so nah bei einer explodierenden Armor-Drohne stehe. Da hat mir doch beinahe glatt ein Schrapnell den Kopf von den Schultern geholt. Wir haben Feindkontakt. Lust auf ein bisschen Spaß. Alles klar, Feuer frei.
Hab ihn. Fix it, lauf mir das nächste Mal bitte nicht durch die Front. Ich hätte dich beinahe erwischt. Alles sauber. Warum hast du sie hochgejagt? Wir können Drohnen auch ohne Gewalt ausschalten. Wir? Er meint uns. Was machen Sie hier? Ich bin den Drohnen-Totems gefolgt. Was hat Sie hierher geführt? Wir waren alle Professoren. Vor 5 Jahren wurden wir hergeschickt, um ein nachhaltiges Utopia aufzubauen. Dann versuchten uns diese Lumpen mit ihren Drohnen zu verjagen. Die Totems stehen für unseren gewaltfreien Widerstand. Wie schaltet man eine Aimen-Drohne aus, ohne sie zu zerstören? Wissen will verdient sein. Bevor wir es teilen, müssen sie unser Vertrauen gewinnen. Okay, und wie mache ich das? Wir waren auf der Suche nach meiner Pflegerin, Lily. Wir glauben, dass die Wolves sie nach Camp Kodiak gebracht haben. Das ist im südöstlichen Teil der Provinz. Wenn sie gefunden haben, können wir ihnen sicher helfen. Ich tue, was ich kann. Wenn sie gefunden haben, treffen wir uns bei der Hütte. Die ist gleich südöstlich vom alten Friedhof nahe Stony Hill. Komm zu verfehlen. Okay, Ghosts, ihr habt den Mann gehört. Wir verlegen sofort nach Camp Kodiak auf den Driftwood Islets. Auf geht's, marsch, marsch! Camp Kodiak voraus. Langsam jetzt. Und lasst euch nicht sehen. Wachturm scheinbar unbesetzt. Danke, Fury. Okay, Feind direkt bei mir. Feind ausgeschaltet. Raketenwerfer. Und Besucherpatrouille. Beide ausgeschaltet. Startet Drohnenaufklärung. Ein Kontakt am Flugfeld. Im Helipad. Untersucht alles, was interessant schon. Drei Flugdrohnen und eine Bodendrohne. Jede Menge Informationen. Und ein Generator. Besetzter Wachturm mit Scharfschütze. Weiter hinten im Lager noch ein Scharfschütze in einem Wachturm. Okay, kümmern wir uns zuerst um die Scharfschützen. Scharfschütze ausgeschaltet. Das war der erste. Bleibt noch einer. Ich schleiche mich zu dem nächsten. Ich brauche Sichtkontakt. Ich kümmere mich um den Pier und einer von euch übernimmt bitte die Patrouille. Diese hier. Alles klar, danke Fury. Bereit? Feuer. Ah, verdammt. Fury, die Drohne hat deinen gesehen. Ist nicht deine Schuld. Ich habe den Feuerbefehl erteilt. Die werden bald wissen, was hier los ist. Also, wieder zur Ausgangsposition zurückweichen. Habe Sicht auf den Scharfschützen. Aber ich glaube, von eurer Position aus seht ihr den besser. Übernimmt den einer von euch? Alles klar, Boss. Wir dorthin. Sehr gut, Vasili. Hast du ihn? Okay, los geht's. Alles sauber.
Schätze, das heißt ja. Eine Flugdrohne weniger. Zweite Flugdrohne erledigt. Okay, dann rollen wir das Feld eben von hinten auf. Zielt auf die Flugdrohne. Verstanden. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ja, darf er machen. Ein Gegner weniger, um den wir uns... Scharfschütze! Scharfschütze! Vorsicht! Rückzug! 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 Hat jemand gesehen, wo der war? Wo ist dieser Scharfschütze? Ah, verdammt, das tat weh. Team, bei mir sammeln. Verdammt. Gut, die Weste hat das Gröbste abgehalten, aber meine Güte. Werfe EMP. Rückstrahlzone frei. Achtung, ich schieße. Feinde, 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 Feinde. Da sind sie. Team, Feuer frei. Schießen, schießen! Gut, das war die Drohne. Sehr gut. Mit den Wolves werden wir fertig. Was schreit nach der Granate? Sauber los. Bums. Verstanden. Das ist Fixit. Achtung, Commander. Wolf, 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 Vorsicht. Gesichtet. Was? Verstanden. Trotzdem vorsichtig bleiben. Ich habe so das dumpfe Gefühl, das ist noch nicht vorbei. So, schauen wir mal, was wir hier an Informationen haben. Kodiak-Bericht 24, Zellenbericht. Wir haben die junge Frau Lilly festgenommen und in einer Zelle neben dem Warenlager im nördlichen Teil des Camps untergebracht. Wir erwarten weitere Anweisungen. Im nördlichen Teil des Camps. Sehr gut. Also wissen wir schon mal grob, wo sie die Geisel festhalten. Ja, wusste ich's doch. Genau deshalb sagte ich, ich habe das dumpfe Gefühl, es ist noch nicht vorbei.
schalte den Generator aus, nur für den Fall der Fälle. Ich konnte über die Drohnenaufklärung keinen Geschützturm und keinen Mörsergeschütz ausmachen, aber sicher ist sicher. Habe die Zellen gefunden. Keine Sorge, wir holen sie hier raus. Keine Sorge. Was willst du von Eddie? Ich danke. Sie sind Lily. Wer sind Sie? Bleiben Sie weg. Keine Sorge. Ich gehöre zu den Guten. Die Profs schicken mich. Wirklich? Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Aber mit dem Wissen, dass Sie in Sicherheit sind, bestimmt besser. Die haben Glück, dass sie sie haben. Die Professoren sind brillant, aber sie sind an ein durch Technologie unterstütztes Leben gewöhnt. Allein hier draußen hatten sie Schwierigkeiten. Ich habe eine Gemeinschaft aufgebaut, um ihnen zu helfen. Das Witzige ist, dass diese dummen Soldaten dachten, die Professoren hätten mir alles, was sie erforscht haben, erzählt. Falsch gedacht. Den Fehler machen sie nicht noch einmal. Alles klar, Jungs, dann eskortieren wir die Geisel mal zurück in Sicherheit. Leider zu Fuß, denn irgendjemand hat unser Fluchtfahrzeug gesprengt. Na gut, um ehrlich zu sein, hatte ich vorher die Reifen zerschossen, also wir hätten so oder so laufen müssen. Feind auf der Straße. Achtung, wir haben neue Gäste bei der Party. Aufpassen, die sind in Alarmbereitschaft. Ja, solange die uns nicht sehen, ist alles gut. Okay, Wolf-Patrouille voraus. Sucht euch eure Ziele. Wo kommen die denn her? Verbinde mein Bein. Gib mir Deckung. Ich bin überrascht, dass wir diesen Hinterhalt überlebt haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Na gut, mein Bein werde ich in 2 Monaten noch merken. Mindestens. Aber wir sind am Leben. Achtung, Schieße! Team, Feuer frei. Feuer frei. Keiner mehr da? Ghost, zu mir. Zu meiner Position vor. Okay, die Explosion hat alle erwischt. Sehr gut. Okay, Lily, dann eskortieren wir sie mal in Sicherheit. Jawohl, der Übernahmepunkt ist sicher. Lily? Sie können kommen. Alles sauber. Lily! Oh, wir sind so froh, dass du hier bist. Peraza ist ohne dich durchgedreht. Stimmt gar nicht. Naja, vielleicht ein bisschen. Ich bin so glücklich, wieder bei euch zu sein. Selbst bei dir, Peraza. Während du weg warst, hat McCullough alles Mögliche aus der Amen-Drohne geborgen und damit seine Theorien zur Funktionsweise bestätigt. Wir haben die Drohnen mit Fallen bewegungsunfähig gemacht und mit einem selbstgebauten Störsender deaktiviert. Aber nach dem Öffnen der Armen habe ich bessere Geräte gebaut. Die setzen die Drohnen eine Weile außer Gefecht. Wir können ihnen welche geben. Das wäre gut. Noch eine Sache. Ich glaube nicht, dass es hier sicher für sie ist. Ich würde ihnen raten, so schnell es geht, hier zu verschwinden. Mach ich. Gut gemacht. Mission erfolgreich. Nehmt euch den Rest des Tages frei.